Hey ihr Metroisten, willkommen zurück zum Metro Sam Story. Schön, dass ihr dabei seid. Danke fürs Einschalten und danke wie immer fürs Liken und Kommentieren die letzten Parts. Weiter geht's. Komm rein, Sam. Keine Sorge, der Lift ist in Ordnung. Meine Freunde und ich haben die Basis gründlich vorbereitet. Auf dem Dach steht ein Generator. Wenn du meinst. Die Treppe ist nur ein Notausgang. In den unteren Etagen sind zu viele Koppel. Daher ist der Lift kein Luxus. Man muss nur den Generator am Laufen halten. Also, da sind die Jungs damals immerhin nicht erwischt worden. Oder haben jedenfalls nicht geredet. Welche Jungs? Als Tom sein wahres Gesicht zeigte, beschlossen meine engsten Freunde und ich, das U-Boot aufzutanken und in See zu stechen. Der Plan war geheim. Eingeweiht waren nur Alex, mein Stellvertreter Alex II, der Torpedooffizier, und Valodia, der Versorgungsoffizier. Sie zogen los, das Feld zu erkunden und blieben 2 Wochen in Kontakt. Sie fanden den Brennstoff und wir machten aus, dass wir sie in der Nacht abholen würden. Aber wir trafen dort auf Klimms Leute. Ich konnte gerade so entkommen. Wurden sie gefangen? Das weiß ich nicht. Es war aber sicherlich kein Zufall, dass wir dort auf Klimms Leute trafen. Ja. Und da wären wir. Das ist aber auch dunkel hier, Mensch. Kann ich mich irgendwo pennen legen? Ich will halt lieber tagsüber losziehen, wenn es geht. Oh, sei ich ganz schick hier, ich meine. Fühl dich wie zu Hause, Sam. Okay. Ruh dich aus. Draußen stürmt es sowieso gerade. Ja, ganz nett aus hier, ne? So, jetzt habe ich eine neue Kartenmarkierung, aber ich kann auch nichts machen. Oh. Ich kann nicht mal auf die Uhr gucken. Sag mal, Sam, wie stehst du zu diesem Durcheinander? Ich will einfach nur nach Hause. Sonst nichts. Und Tom würde mich mitnehmen. Bevor er einen neuen Atomkrieg anzettelt oder danach? Sam, das U-Boot ist eine schreckliche Waffe. Eine Waffe, die mir anvertraut wurde, um mein Land zu beschützen. Es sollte nicht für Piratenüberfälle und auch nicht zum Aufbau des Königreichs vom Himmel auf Erden genutzt werden. Verstehst du das? Im letzten Krieg habe ich es nicht eingesetzt. Hätte also irgendwer das Recht, es jetzt wie auch immer zu nutzen, wenn wir den letzten Krieg gerade so überlebt haben? Ed, Tom ist ein vernünftiger Mann. Ich glaube nicht, dass er so weit geht. Tom ist vor allen Dingen einfach nur ein Geschäftsmann. Und er bekommt, was er will. So oder so. Verstehst du nicht? Sein Angebot, jene gehen zu lassen, die ihm nicht folgen wollen, ist eine Drohung. Was wird mit ihnen passieren, wenn ich mich entschließe, ihm die Brennstäbe nicht zu bringen? Ich glaube, da bist du zu negativ, ehrlich. Lass es uns so machen. Ich rufe ihn an und du sprichst direkt mit ihm. Meinetwegen. Tom, Sam hier. Der Captain wird mit dir reden. Perfekt, Eduard. Ich mach es kurz. Ich brauche diese Brennstäbe. Du weißt das. Du willst deine Siedlung, deine Leute und deine Macht zurück. Und ich bin bereit, dir genau das zu geben. Sobald die Reaktoren wieder aufgetankt sind, verschwinden meine Leute und ich. Und wir lassen euch in Ruhe. Du glaubst mir nicht, dass ich die Atomsprengköpfe nie benutzen werde, aber du musst mich wohl beim Wort nehmen. Du weißt, ich halte mein Wort. Bislang hast du es gehalten, wenn wir die Definition etwas strecken. Aber das ist nicht das Thema. Selbst wenn ich dir glaubte, könnte ich Klimm nicht glauben. Hat er dir gesagt, dass die freien Banditen für ihn arbeiten? Wie kommst du darauf? Ich habe keinen Beweis. Aber meine Freunde sind verschwunden. Hat er dir irgendwas von ihnen erzählt? Er sagte, dass er sie sucht. Ich hatte schon eine ganze Weile meine Zweifel. Und jetzt erhaben sie sich. Wir brauchen keine Doppelspitze mehr. Sobald der Brennstoff hier ist, wird Klimm beseitigt werden. Sonst noch was? Nein, nur das. Dann haben wir einen Deal. Haben wir, Tom. Ich weiß, ich werde es bereuen, aber wir haben einen. Wirst du nicht. Ein Deal ist ein Deal, Eduard. Na dann, bis bald. Danke, dass du ihm vertraust. Sam, ich vertraue ihm nicht.
Nicht mal eine Sekunde. Ganz egal, was er sagt. Ich kann ihm nicht trauen. Aber... Aber du hast keine Wahl. Ganz genau. Ich habe hier wirklich keine Wahl. Oh nein. Verdammt. Der Generator ist wieder ausgefallen. Lass uns nachsehen. Oh, ich weiß nicht. Das wird bestimmt kein einfacher kleiner Gang zum Generator. Oh, Scheiße. Bevor wir gehen, sollten wir mein Knie verarzten. Es schwillt bereits an. Aber Sicherheit. Hast du was gegen Schmerzen? Ich trinke nicht, aber ich habe eine Kiste voller Molotow-Cocktails. Mit selbstgebranntem und Fischöl. Das sollte helfen. Wie, du trinkst nicht? Ich wünschte nur, wir hätten was zu essen, damit man das besser runterkriegt. Na okay, komm. Dann hier. Hau rein. Wow, das ist eine nette Überraschung. Also gut, dann gibt's keinen Grund mehr, das hinauszuzögern. Prost! Ja, gar nicht so übel. Hier, trink auch was davon. Bist du sicher? Ja, bin ich. Na los. Na zdrowia. Ekelhaft. Also gut, bin bereit. Zieh ordentlich. Halt deine Mütze fest. Was? Du sagst es. Ich glaube, es hat nicht geklappt. Lass mich verschnaufen. Und nimm dir auch eine Flasche, ja? Prost! Immer noch schrecklich? Okay. Zieh noch mal. Und streng dich richtig in an. In Ordnung, ich ziehe! Verdammt! Das war schrecklich! Danke für das Bein. Ich fühle mich schon viel besser. Prost. Prost. So, wenn ihr bechert, dann richtig, ja? Ich würde sagen, heute gehen wir nirgendwo mehr hin. Ja, sieht auch gut aus, draußen an hier. Ganz und gar nicht übel. Okay, sehen wir uns mal den Generator an. Bist du sicher? Als mein Stellvertreter einplatzt und schreit, wo zum Teufel ist mein Bandgerät? Ich glaube, ich hab's. Zieh den Hebel, Sam. Scheiße, das war's nicht. Hörst du das? Was, die Musik? Hätten wir doch nur etwas Musik. Amen, jawohl. Das beruhigt die Viecher, oder wie? Okay, lass mich das reparieren. Jetzt habe ich es bestimmt. Starten, Sam. Jetzt kannst du los. Mach das schon. Es werde Licht. Warte. Was zum Ed? Übrigens, willst du mir nicht deine Geschichte erzählen? Bist du sicher? Komm schon, Sam. Mach dich locker. Klar, warum nicht?
Und als wir den Oberst begruben, wusste ich, dass ich gehen musste. Ich wusste einfach, dass Dad das erwartet. Danke, dass du mir das erzählt hast. Wir steckten damals in der Klemme und mussten die Abmachung annehmen. Und dieser Mistkerl will die Welt retten? Er wird zum Piraten mit Atomwaffen. Und das wär's. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Er hat Ideen. Ja, ich bin der König der Welt. Oh, gut. Ich sag dir was, Sam. Du bist ein netter Typ. Das ist eine witzige Szene. Oh, ich weiß nicht. Er ist kein Irrer, Ed. Ich weiß aber trotzdem. Zur Hölle mit ihm. Lass uns trinken. Oh, Kacke. Komm schon, Sam. Ich sag dir was, Sam. Wie sieht die drauf? Du bist ein netter Typ, aber dir fehlt Respekt. Respekt vor den Älteren. Ich meine, warum trinkst du nichts? Hey, Ed. Bin hier. Ach ja, da auch? Seltsam. Ich brauch noch einen Schluck. Oh, der ist gut. Ganz und gar nicht übel. Amen, jawohl. Na, das nenne ich mal eine Party. Jawohl. Pennen unter freiem Himmel ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist ein bisschen gefährlich hier, oder? Ed, ich bin blind. Was haben wir getrunken? Du bist nicht blind, du schläfst nur mit dem Gesicht nach unten. Und hör auf zu schreien. Oh, mein Kopf. Oh, mein Kopf. Und deshalb trinke ich nicht. Oh, wie schrecklich. Aber ich fühle mich jetzt besser. Hier, trink das aus. Das hilft ein bisschen. Tja, wenn du das sagst. Saufen wie die Russen, wie gut, ey. Okay, solange du dich erholst, sollten wir an unser Gespräch von gestern anknüpfen. Ja, ich weiß, wo der Brennstoff ist. Und das ist gar nicht mal weit weg. In einer unterirdischen U-Boot-Basis. Die Tunnel sind halb geflutet, aber noch zugänglich. Der Eingang ist im Marinehauptquartier. Die Strahlung ist dort allerdings brutal. Ohne Schutzanzug würde ich das nicht versuchen. Dieses Gebäude war mal eine Feuerwache. Und ich weiß, dass sie Anzüge hatten, für den Fall, dass mit einem der U-Boote was passiert. Inzwischen ist da alles von Banditen überrannt. Daher wird es wohl nicht gerade ein Spaziergang. Meinst du, das kriegst du hin? Gut. Ein bisschen frische Luft wird wohl gut tun. Ich werde die Anzüge besorgen. Danke, Sam. Ich mache mich hier dann auch bereit. Nimm am besten die Treppe. Dort runter und dann durch die Tür. Ach, fast hätte ich es vergessen. Kannst du die Fallen neu laden, wenn du runtergehst? Die Mutanten kommen hier von Zeit zu Besuch. Ich versuche es, Ed. Nimm dir den letzten Molotow. In den unteren Etagen sind viele tote Banditen. Die sollten genug Material für mehr haben, falls nötig.
Wie cool war das denn? Ja, normalerweise trinke ich nicht, ne? Aber wenn, dann trinke ich richtig. Geht das hier so wie ein Exodus, dass ich Orte markieren kann? Nee, ne? Nee, ist schon alles markiert, so wie es aussieht. Wie lustig war das bitte, Leute? Oh, das ist der Molly. Warte mal, kann ich... Ah, okay, ich hab... Ja, also es ist wohl wie im Exodus, dass man die Zweitwaffen wechselt, indem man einfach gedrückt hält, die Wurftaste. Jetzt habe ich es auch raus, okay. Habe ich die ganze Zeit gefragt, wie geht das denn, obwohl ich doch... Ich hatte doch keinen Molly. Und jetzt hatte ich halt doch welche. Mhm. Das war so witzig, auch wenn es total übertrieben und vorgespult war, mehr oder weniger, aber... Total witzig. Haben wir hier noch was? Oh, der Colt. Kann ich aber auch nicht mitnehmen. Alles klar, wir gucken mal ganz kurz hier. Oh, die ist ein bisschen dreckig, die Waffe. So. Ja, ich glaube, ich lasse den Schalli mal drauf. So, Laser lassen wir drauf. Ich lasse den kurzen Lauf, den einfachen. Hier nehme ich mal das Reflexvisier. Ich brauche das nicht. Ja, die lasse ich einfach mal so, wie sie ist, als Scharfschütze. Ja, alles klar. Cool. Geht los. Endlich mal Geballer. Wir haben jetzt nur gesoffen und Party gemacht mit Ed. Aber das ist so witzig, Mann. Und vielleicht trinkt er auch für seine Verhältnisse echt nicht viel, aber... Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich im Koma nach dem, was die da gesoffen haben. Oha. Sieht ein bisschen angeknabbert aus. So, und hier, da geht's auch nicht durch. Vielleicht von der anderen Seite dann. Oh, hier geht's doch rüber. Und irgendwo hier piepst die ganze Zeit was. Ich find's... Oh. Ich find's ein bisschen doof, finde ich's ehrlich gesagt, dass es die ganze Zeit so gepiepst hat, auch während der Sequenz. Muss doch nicht sein. Oh, das hat sie ein bisschen aufgeschreckt wahrscheinlich. Ist ja auch egal, die kommen ja nicht alle hier hoch. Hoffe ich. Ah, oh, Noten, ich hab's gewusst. Toller Fund. Wenn irgendwo Instrumente rumstehen, muss es auch Noten geben. Und ich habe keins verpasst bisher. Habe ich einen Text verpasst? Na, auch noch nicht, ja. Dass alles noch so gestimmt ist, das ist schon erstaunlich. Bah. Eintreten oder durchkriechen? Ich tritt's mal ein. Klapp, klapp. Das ist schon interessant, was hier noch alles ist. Hier sind zu viele Freaks. Ja, einer mehr oder weniger. Aha. Oh. Da, ja, Chemikalien. Gorosho. Das ist entweder über oder unter mir. Ah ja. Gucken wir mal hier noch. Hier könnte vielleicht sogar schon versteckt sein. Ha, nicht übel. Das ist immer voll viel Kram, aber es ist halt in Wirklichkeit dann auch nicht so viel. Also auf dem Schwierigkeitsgrad zumindest. Dann gehen wir da noch gucken. Messer habe ich. Ah ja, das war das. Ich höre doch hier einen. Ja, ja. Nett. Ja, nett.
Ach, das war schon ein Versteck, ja, was ich eben gefunden hatte? Nee, doch nicht. Das ist ja weiter unten sein. Wo sind denn aber die Fallen, von denen Ed gesprochen hatte? Na, na toll. Lässt sich nicht öffnen. Mhm. Oh, meine Güte. Irgendwer muss es machen. Die ging aber ziemlich schnell hoch, die Granate. So, hier ist noch... Hier ist noch alles voll hier. Da muss noch irgendwo was zu erreichen sein. Ich gehe noch nicht, bis ich das nicht gefunden habe. Ach, das sind die... Das ist auch nicht die Falle. Ich dachte, das wäre wieder... Da kann ich wieder eine Granate anbringen oder so. Gibt's doch gar nicht. Ja. Hier irgendwo runter vielleicht ins untere Stockwerk. Ich wette mit euch, wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Deswegen mache ich das mal lieber nicht. Aha. Hier sieht's doch gut aus, hä? Das ist schon echt cool gemacht, das Gebäude. Da gibt so viel, was man hier noch entdecken kann. Warum kann ich nicht... Oh. Ich hätte kein Messer. Stirb jetzt mal ein bisschen. Wir können Munition verschwenden für die Teile. Ist das ein Text? Nee, auch nicht. Oh, einen neuen Helm habe ich gefunden. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das war's. Ich habe alles gefunden hier. Kolosso. Aber hier ist denn noch was? Vielleicht noch ein paar Rohstoffe? Ich meine, hier gibt es immer dieses Symbol, wenn da was zu holen ist. Nee. Oh. Was Neues? Ah ja. Nedurna. Hier muss es sein. Ist klar. Stimmt hier, hä? Ob Ed weiß, dass hier die ganzen Leichen rumliegen? Oh. Oh, da haben wir es doch. Geil. Was ist das für eine Pistole? Oh, sehr cool. Na, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse... Soll ich die Aschott oder... Was ist das für ein Teil hier? Kann ich das auch als Scharfschützengewehr ummodeln so ein bisschen? Leichter Griff. Nee, was ist das für eine Knarre hier? Die Valve.
Sammy, Valve und den Hengst, den Stallion. Schalldämpfer. Das ist ja nett. Kein Magazin. Kann ich das vielleicht hier umbauen? Nein. Ja, das ist das Scharfschützengewehr, das richtige Scharfschützengewehr. Das hat die Genauigkeit höher. Geil. So. Ja, lass mal das mal so. Ich meine, die Ashot finde ich auch super, ja. Aber. Das ist auch mal so ein bisschen Schrott, wenn ich es abschneide. Was piepst denn da so? Das ist eine Falle. Oh, das ist eine Falle, ja. Das Rote ist eine Falle, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Falle. So, jetzt bin ich hier wieder im Treppenhaus. Alles cool. Hat sich das doch echt gelohnt, finde ich, ne? Und noch ein schickes Snipergewehr abgegriffen. Na, soll ich jetzt da runterrutschen? Er hat gesagt, ich soll die Fallen noch scharf machen. Warte mal. Ich will noch einmal ganz kurz hier zurück. Habe ich noch einen Text hier übersehen? Ne, auch nicht. Ah, noch ein bisschen Schrott. Ja, ich glaube, damit ist einfach nur die Waffe hier gemeint. Aber ich habe leider keinen Platz mehr. Ich muss mich entscheiden, was ich nehme. Warte mal, dann mache ich mal das Fernrohr runter und mache da mal ein Reflexvisier drauf. Da. So. Das ist so mein Halb-Fern-Sniper-Ding. Über die. Ist immer ein X und eine Zahl da dran. Die 3 habe ich, die 5 habe ich. Alles klar. Ich hoffe, das war's jetzt hier. Ansonsten ärgere ich mich. So, und wir müssen dahin. Kommen wir hier weiter vielleicht? Da unten ist das Gebäude, das radioaktiv verstrahlt ist. Ganz im Süden ist ein Spartaner-Helm. Ich glaube ja nicht, dass hier ein alter Spartaner aus dem Posten ist. Von unseren Leuten. Schluss jetzt. Mit allem Rumgemache. Ich bin der Sniper Ghost Warrior. So. Oh, jetzt gehe ich falsch, aber ich will trotzdem mal gucken, ob hier noch was ist. Oha. Falle. Eine Mine weniger. Oh, die wollte gerade schon losgehen, kann das sein? Die hat gerade schon... Und dann BAM. Ja, der Detektor, der ist hier echt Gold wert, sonst wäre ich bestimmt schon mal in so eine Falle reingerannt. So eine Mine. Also ja, wie gesagt, ich mache das Gegenteil von dem, was er gesagt hat mit den Fallen, aber...
Ist vielleicht auch sicherer so. Ich meine, wenn der Kerl jetzt noch mit seinem besoffenen Kopf da rumrennt und dann selber die Fallen auslöst, der Captain, ist vielleicht keine gute Idee. Oh, ist hier ein Boot. Und hier ist wieder eine... Oh. Uiuiuiui, da wäre ich jetzt fast wirklich reingerannt. Ich kann damit auch fahren. Wo geht's denn da lang? Aha. Also man muss jetzt nicht strikt den Weg gehen, sondern kann auch einfach mal jetzt mit dem Boot rumschippern, ha? Aber trotzdem will ich mal ganz kurz gucken, wo die Klamotten hier sind. Wahrscheinlich ist ja auch alles voller Banditenwald. Oh! Was zum Geier? Da ist der Jungs, der Mistkerl, der Chaos umgelegt hat. Für den Mord an unserem Mann wirst du bezahlen, du Schwein! Komm raus hier! Obwohl jemand kommt, um diese Witzfiguren zu rächen. Oh fuck. Oh, scheiße. Ihr Penner. Wow, okay, krass. Ich sage, man stirbt ja echt schnell. Gut, Leute, ich mache ja auch mal Schluss für den Part. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Es wäre mir ein Festchen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Vergesst nicht zu liken und zu kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Sam's Story. Bis dann, ciao.